Schönen guten Morgen. Der saukalte Berlin ist erwacht und wir auch. Aber wir sind jetzt nicht hier, um nur so ein bisschen Sightseeing in Berlin zu machen. Nein, wir gehen auf die Bread and Butter. Das ist die Modemesse schlechthin in Berlin. Und wir checken für euch die neuesten Trends. Wir sind angekommen auf der Bread and Butter und ihr habt vielleicht gesehen, hier hängen viele Kleider rum, aber Bread and Butter, Brot und Butter, klingt ein bisschen komisch. Jetzt haben wir jemanden da, der eigentlich wissen muss, warum diese Messe so komisch benannt ist, nämlich der Marc. Also Bread and Butter, den Namen haben wir uns gegeben, weil es ums Wesentliche geht. Wir wollen nicht eine Fashion-Show sein, wir sind ein Event. Die Philosophie ist, setzt sich eigentlich aus mehreren Dingen zusammen, genauso wie auch die Bread and Butter sich aus mehreren Dingen zusammensetzt, weil wir nicht nur den Fokus auf die Mode haben. Für uns ist die Musik, das Design, die Architektur, der Food-Bereich, alles das zusammen ergibt eigentlich Bread and Butter. Kann man da irgendwie auf der jetzigen Bread and Butter wieder neue Trends entdecken? Also was sich immer mehr durchsetzt, ist wirklich dieser Crossmix, dass man ohne weiteres auch mit einem guten Anzug auch ein T-Shirt tragen kann von einem jungen Designer, gemixt mit einem Turnschuh eines Designers, der wiederum mit einem Musikspezialisten zusammengearbeitet hat. Was ist so deine Kleidungsphilosophie und was hältst du von diesem ganzen Individualisierungsgerede, was es so gibt? Also für uns persönlich, oder für mich persönlich, ist es sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Termin habe und ich muss mich in einen Anzug zwängen, dann bin ich auch nicht ich selbst, sondern bin ein Schatten meiner selbst oder bin einfach nur eine Form von etwas. Und für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und ich fühle mich in den Sachen wohl, die ich zum Beispiel anhabe. Wenn ich einen Designer-Sakko trage mit einem Designerhemd und einer abgefuckten Jeans und ein paar coolen Turnschuhen. Also ich fühle mich in den Sachen am wohlsten und ich denke, das hat auch meine persönliche Entwicklung gezeigt. Wenn ich mich mit einem Vorstandsvorsitzenden von irgendeiner Schnickschnackfirma unterhalte und ich laufe so rum, wenn er mich dann nicht respektiert und mich nur respektiert, wenn ich einen geschniegelten Anzug trage, dann ist er mein falscher Gesprächspartner.